Seit Tagen, ja seit Wochen, bin ich bereits unterwegs, um diesen abgelegenen Ort am Rande des venezolanischen Dschungels zu finden. In meiner Gedankenwelt hatte ich mir diesen Ort der Kraft Maria Leonzas und der starken geistigen Felder ganz anders vorgestellt. Mich beschleicht eher ein Gefühl der Enttäuschung als eines des Erfolges. Von den Kulthandlungen hatte man mir bereits berichtet. Und ich weiß, wie stark die Wirkung dieser rituellen Bäder ist. Und während ich diese Bilder erlebe, frage ich mich, woher wohl der helfende, kraftspendende Geist kommt? Wo ist er sonst, wenn er nicht in diesem Körper für Ausgeglichenheit und Gesundheit sorgt? Und dann, auf einmal, gegen Ende dieses rituellen Bades, ich bin mir dieses Erlebnisses ganz bewusst, tritt ein weiterer Mann hinzu. Ich weiß, das ist er. Das ist Raphael. Der Mann, den ich suche. Der Mann, von dem mir sogar schon in meiner fernen Heimat von seinen Erfolgen der Diagnostik und Naturheilkunst berichtet wurde. Jetzt erlebe ich seinen hypnotischen Blick. Er wird die Wirkung am Ende dieses rituellen Bades noch erhöhen können. Und sobald die starken Qualmwolken aufsteigen, verschwinden auch die zur Heilung herbeigerufenen Geister aus dem Körper und der Patient wird eine große Erleichterung verspüren. Ich habe Mühe, das Geschehene zu verkraften. Wie soll ich das meinen Freunden glaubhaft machen, dass hier der aus dem Gelenk gezogene Mittelfinger unter freiem Himmel zwischen den geparkten Autos mit Erfolg wieder eingerenkt wird? Da kommt ein weiterer Besucher, der offenbar das Ziel hat, sich von diesem mysteriösen Mann behandeln oder beraten zu lassen. Hier gibt es keine Kartei, keinen Behandlungsschein, nur ein einfaches Passfoto genügt, um zur Diagnose empfangen zu werden. Ich versuche nun, meine Sinne zu konzentrieren.
Irgendwoher kenne ich diese Zeichen und Symbole. Schon aus babylonischer Zeit sind sie in Zusammenhang mit dem Davidstern bekannt. Hier jedoch ist alles miteinander vermischt. Auch der magische Kreis, der hier aus Kerzen gebildet wird, wird seine Wirkung nicht verfehlen. Denn in seinem Inneren kann kein böser Geist wirken oder eine Angriffsmöglichkeit finden. Für mich ist es ganz klar, hier werden die guten Geister beschworen und sie sollen bei diesem Patienten mithelfen, die Ausweglosigkeit in seiner Problemwelt zu lösen. Eine physische wie auch psychische Vorbereitung ist in jedem Falle notwendig, bevor der Patient in den magischen Kreis der Kerzen gelegt werden kann. Die Männer hier verstehen ihr Handwerk. Sie sind von der großen Kraft der Geisterwelt an diesem Ort überzeugt, da sie zum einen bereits sehr vielen helfen konnten und zum anderen ihre Patienten von Zeit zu Zeit aus freien Stücken zur Erneuerung ihrer Lebensenergie wiederkehren. Nachdem nun der aufsteigende Rauch die Geister wieder vertrieben hat, widme ich mich dem eigentlichen Sinn meines Aufenthaltes an diesem Ort, denn ich möchte Raphael, den großen Mann der Naturheilkunst, bei seiner Arbeit beobachten. Anhand von Passfotos
wird dem Patienten genau sein Gesundheits- oder Krankheitsbild geschildert und ihm Verhaltensregeln mit auf den Weg gegeben. Auch Krankheiten von hier nicht anwesenden Personen werden anhand der mitgebrachten Fotos erkannt und ein Behandlungsvorschlag erteilt. Dies ist besonders bemerkenswert, da sich die Patienten oft mehr als 10.000 Kilometer entfernt befinden. Mich lässt nun der Gedanke nicht mehr los. Hat das alles wirklich etwas mit der magischen Kraft Maria Ljonsas zu tun? Oder übt Raphael hier seine große Kraft, seiner bei Indianerstämmen in Brasilien erworbenen Kenntnisse aus? Oder vielleicht gilt beides. Doch wenig später verspürte ich fast Lust, diesen tristen Ort wieder zu verlassen. Doch auf einmal kommt Raphael und seine Art, wie er mich empfängt, löst Vertrauen aus. Sicher hat er seine Erfahrung auf diesem Gebiet, doch dann erfahre ich in wenigen Sekunden vieles über mich selbst. Ich fühle meine Gedankenwelt bestätigt und kann mit seinen Empfehlungen nun etwas tiefer in den Maria Ljonsa Kult eindringen. Es ist notwendig, die andere Flussseite zu erreichen. Ich versuche so weit vorzudringen, dass ich das Geschehen hier im Wald unmittelbar verfolgen kann. Hier versammeln sich unabhängige Gruppen zu ihren spirituellen Kulthandlungen, die im Wesentlichen zum Stressabbau, zur Bewältigung der alltäglichen Probleme und ganz besonders zur Gesunderhaltung des Körpers und des Geistes dienen.
von meinem Beobachtungsplatz aus kann ich das Geschehene gut verfolgen und die Mutter Maria Lonzas erscheint in Form einer grünen Schlange. Dann erfahre ich, dass besonders nachts die größte Aktivität der Geisterbeschwörung an diesem Ort ist. Ja, sogar eine Art Hochzeit gibt es hier. Einen Beistand in schwierigen Lebenslagen schwören sich die Kultanhänger in der Nacht im Beisein des Maria Lonza Geistes. Am nächsten Morgen bin ich der Meinung, als hätte ich nur einen verwirrenden Traum gehabt. Jedoch wenig später belehrt mich die Gegenwart eines Besseren. Nun bin ich entschlossen, die große Kraft des Ortes, die große Kraft Maria Lonzas in meinen Körper fließen zu lassen. Meine quälenden Bilder der Vergangenheit möchte ich bewältigen und gleichzeitig gestärkt sein für alle Dinge, die da kommen werden. Auf dem Rückweg durch den Wald mit den riesigen Mammutbäumen fühle ich mich gestärkt und erleichtert, obwohl ich nicht den Blick für das triste Bild der reellen Welt verloren habe. Ich möchte mich bedanken. Wo ist er? Denn nur ein Mann hat mir den Zugang zur Stärkung meines Geistes ermöglicht. Raphael. Ihm gilt mein herzlichster Dank. Und
Um zu ihm zu gelangen, lohnte sich der weite Weg bis nach Südamerika.